Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mass Effect Andromeda. So. Tja, ohne Sam lässt sich schwer sagen, was das genau ist. Es ist eine Pflanze und vielleicht ist sie tot, vielleicht aber auch nicht. Wir sind auf einer goldenen Welt angekommen. Wir sollten besser weitergehen. Und müssen nach Überlebenden suchen. Unser Shuttle ist ein bisschen, ja, auseinandergebrochen. Und ja, jetzt schauen wir uns hier erstmal um. Was? Irgendwas stand da gerade und ich habe es nicht gelesen. Das Ding ist hinüber. Muss beim Aufprall passiert sein. Das erklärt, warum wir unsere Sam-Verbindung verloren haben. Okay. So. Beim Absturz beschädigt. Ohne Nutzen für uns. Also hier ist alles im Sack. Keine relevanten Daten. Naja. Ui, die schauen aber echt schön aus. Oh, kleiner Sicherheitshinweis. Nicht die Luft einatmen. Ich habe das auf die harte Tour rausgefunden. Verstanden. Oh, hier schaut's echt nicht gut aus. Also unsere Leute sind auf jeden Fall abgestürzt. Ich hoffe halt, dass sie es überlebt haben. Denken Sie, diese Energiewolke, die wir gesehen haben, könnte das alles verursachen? Laut Sam besteht sie aus dunkler Energie, aber sie ist im Weltall. Tja, sie ist eben eine krasse Wolke. Eine Wolke, die Felsen fliegen lässt. Ja. Wir müssen jetzt auf jeden Fall irgendwie höher kommen. Was zum Teufel ist das? Na los, kommen Sie, wir müssen da durch. Da will ich nicht durch. Das ist doch verrückt. Willkommen auf Habitat 7. Bleibt sie in Bewegung. Ja, Bewegung bleiben ist eine verdammt gute Idee. Ah! Verdammt! Und vielleicht nicht ins Wasser gehen oder was auch immer das ist. Sieht aus, als wäre es da drunter sicherer. Ja. Ist das real? Was zum Teufel stimmt nicht mit dieser Welt? Sie versucht uns umzubringen. Definitiv. Die weiß halt, was gut für sie ist. Ein Mensch auf einem Planeten war noch nie sonderlich gesund. Hier ging es nicht irgendwo weg, oder? Ne. Sehen Sie sich das an? Da oben fliegt irgendwas. Oh, wow. Was ist das denn? Wir sind nicht mehr in der Milchstraße. Ja, das hast du gut erkannt. Okay, keine relevanten Daten. Au, das tat mir weh. Gut. Da! Wenn wir diese Felswand hochkommen, haben wir unsere erhöhte Position. Na los! Okay. Ich bin nicht sicher, ob es hier sinnvoll ist, das höchste Objekt zu sein. Ich glaube fast nicht, aber was bist du denn? Okay, ich habe ein Jetpack, alles klar. Ich glaube, ich sehe einen Weg nach oben. Wir können die Jetpacks einsetzen, falls nötig. Dann mal los. Ja, dann. Ich glaube, ich würde lieber abstürzen, als vom Blitz getroffen zu werden. Na, ich bin mir nicht sicher. Nur Geduld. Vielleicht passiert uns ja beides. Wie hat mein Dad sie gefunden? Ich war ein Cop und später in einer Spezialeinheit. Echt? Ich erzähle ihm die Geschichte irgendwann mal bei einem Bier. Das wird knapp. Okay, an und für sich. Wir kriegen das hin. An und für sich ist die Steuerung echt simpel. Also. Ah, ich glaube, ich kann die Spitze sehen. Machen Sie mal Platz. Danke. Was? Oh Mann. Ich vermute, es ist Ärger. Keine Ahnung. Aber wir werden es rausfinden. Sie klingen wie Ihr alter Herr. Er hatte recht. Irgendwas ist hier schiefgelaufen. Nur was? Eins nach dem anderen. Ryder, das ist Fischer. Warten Sie. Dort. Thank you.
das Erstkontaktprotokoll? Tödliche Gewalt nur unter Feindbeschuss. Sowas schreibt nur jemand, der nie im Einsatz war. Wie gehen wir vor? Ich rechne mit dem Schlimmsten. Wir stellen uns auf das Schlimmste ein. Was ja auch meistens eintritt. Wir werden fort. Und ich eröffne das Feuer. Sie haben uns noch nicht entdeckt. Kann ich irgendwie hier rumsneaken? Neuer Schuh! Ich bin verletzt! Er sieht uns! Ich brauche... Wir verstehen Sie nicht! Geben Sie uns unseren Mann, sonst wird's hässlich! Gustav! Was macht der andere Typ? Scheiße, Sie schlagen ihn! So. Okay, das ist ein guter Erstkontakt. Wir dürfen niemanden übrig lassen, der davon berichten okay. kann. Das war's. Okay, Fischer? So viel zum Thema Frieden. Danke, dass Sie eingegriffen haben. Wir wollten reden, aber Sie wollten nicht zuhören. Was blieb uns übrig? Sie haben mein Leben gerettet. Zumindest wissen wir jetzt, was Sache ist. Es gibt hier Aliens, die uns töten wollen. Wir wissen noch nicht mal, was wir wollten. So wie Sie sie behandelt haben? Blutproben, würde ich sagen. Vielleicht verstehen wir sie ja nicht, oder sie verstehen uns nicht. Es ist eine neue Galaxie. Vermutlich gelten hier andere Regeln. Die brechen die Regeln jeder Galaxie. Warum gehen sie so auf uns los? Ich weiß nur eins, ihre Waffen sind genauso effektiv wie unsere. Wo sind die anderen? Tot. Kirkland und Greer wollten Hilfe holen. Ah, Gott, mein Bein! Geht's? Ah, ich glaube, es ist gebrochen. Gehen Sie und suchen Sie nach den anderen. Sicher? Ja, finden Sie raus, wie wir hier wegkommen. Und erledigen Sie noch ein paar von denen. Okay. Wow, sehen Sie sich die Leichen an. Was sind das für Dinger? Ich habe hier keinen Kontakt zu Sam, aber ich versuche mal daraus schlau zu werden. Tja. Sie sind DNA-basiert und ihre Panzerung scheint eine Art Knochenstruktur zu sein. Die Genetikdaten sind allerdings vollkommen chaotisch. Das Leben hat hier offenbar eine andere Richtung eingeschlagen, was? Wie komme ich denn da jetzt an Munition dran? Ich hoffe, dem anderen Team geht's gut. Wir finden es schon. Ne, ernsthaft? Allerdings sollten wir die Gegend vorher vielleicht ein wenig auskundschaften. Sind der Aufklärungsexperte. Nach Ihnen. Natürlich. Es sah aus, als wüssten Sie mit einer Waffe umzugehen. Ich war eine Weile bei den Friedenstruppen der Allianz. Bei den Friedenstruppen. Darum kannst du mit einer Waffe umgehen. Ne, ist klar. Ich höre auf jeden Fall irgendwo Schüsse. Was haben wir hier? Ja, alles nehmen, oder? Also irgendwo hören wir doch Schüsse. Aber wo? Also hier laufen gerade echt strange Sachen. Ha. Okay, ich muss weitere Mitglieder finden. Das ist Ausrüstung aus einem unserer Shuttles. Wo ist Ausrüstung? Ah, okay, das ist Ausrüstung. Gut. Der Atmosphärensensor funktioniert noch. Lassen Sie mich raten. Er zeigt an, dass wir die Luft hier nicht atmen sollten. Wow. Ja, aber er registriert keinerlei industrielle Schadstoffe. Das ist also nicht der Grund, wieso hier alles tot ist. Und es sind auch keine radioaktiven Isotope nachweisbar. Das heißt, dieser Ort wurde nicht durch Atomwaffen zerstört. Okay, irgendwo sehe ich irgendwas Rotes. Hören Sie das? Wo ist das denn? Sie haben ihn erschossen! Halten wir sie aus!
Ja, definitiv schalten sie aus. Ich hätte gerne eine andere Waffe vielleicht. Wenn Sie einen Kampf wollen, können Sie ihn haben. Ja, definitiv. Kollege? Ja, stell dich doch vor mich. Du bist ungefähr so gut wie meine Leute aus Mass Effect 2. Einer ist da noch. Das war der letzte. So. Ich fasse es nicht, dass das hier wirklich passiert. Mann, nun Toter. Keine Vitalzeichen. Sie haben ihn einfach kaltblütig ermordet. Er wollte sich ergeben. Wieso haben Sie ihn getötet? Würden wir anders mit ihnen umgehen, wenn sie plötzlich bis an die Zähne bewaffnet auf der Erde auftauchen würden? Wahrscheinlich nicht. Damit kommt eine friedliche Lösung nicht mehr in Frage. Ja, das dürfte wohl. Sobald wir die anderen gefunden haben, werden wir zurückkommen und seinen Leichnam abholen. Ja. Ich hoffe nur, Greer ist noch am Leben. Trotzdem, sehen Sie sich nur diese Architektur an. Das ist einfach unglaublich. Oh. Das habe ich noch nie gesehen. Es sieht aus, als wäre... Okay, das ist merkwürdig. Selbst mit diesen Daten habe ich keine Ahnung, welchem Zweck das hier dient. Versuchen Sie sich mal vorzustellen, wie derjenige gedacht haben muss, der es erfunden hat. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Unsere Evolution hat sich 2 Millionen Lichtjahre entfernt abgespielt. Ganz schön unheimlich, wenn man so darüber nachdenkt. Absolut. Gut, dann haben wir hier ein bisschen gescannt. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter, oder? Ah, okay, Steuerung ist drüber klettern, alles klar. Ich muss mir noch ein bisschen in die Steuerung reinfuchsen. Ich meine, an und für sich ganz so... Hey, sehen Sie mal, Signalraketen, da drüben! Ja. Das könnten unsere Leute sein. Ich markiere den Nachtpunkt. Was zum Teufel ist das? Da, passen Sie auf! Was ist das für ein Ding? Ich glaube, es ist nicht freundlich. Okay, es ist tot. Was auch immer. Es ist vollständig organisch. Ich sehe keinerlei Anzeichen für irgendeine Technologie. Wow, dann ist die Tarnung also biologisch? Ja. Erstaunlich. Geil. Getarnte biologische Viecher. Läuft, Leute. Da ist ein Shuttle, oder? Brat voraus. Hm. Das ist die andere Hälfte unseres Shuttles. Wahnsinn. Unfassbar, dass wir das überlebt haben. Noch sind wir nicht von dem Planeten runter. Scheiße. Bewegung in unserem Bereich. Das ist ein Hinterhalt. Oh, verdammt. Sie haben uns überrascht. Achtung. Da ist eins dieser Tiere. Auf Tarnung, acht. Wir oder sie. Die lassen uns keine Wahl. Okay. Also man sieht, ich bin gerade ein bisschen... Sie wollen uns einkesseln! Position 6 Uhr sichern! Und 2 Uhr! Und 8! Wieso kann ich keinen Nahkampfangriff machen? Na, wer ist jetzt tot, Arschloch? Also, so. Wir haben sie alle erwischt. Sie machen das ziemlich gut, Ryder. Naja. So, was haben wir hier? Ultraleichte Materialien. Was ist zerlegen? Ich hatte früher den einen oder anderen Kampf gegen Piraten. Ich habe ein Masseneffektportal bewacht. Ich wünschte, wir hätten so eins für die Archen gehabt. Vielleicht sollten wir nachsehen, ob es hier irgendwas Nützliches gibt. Gute Idee. Hier ist der Flugschreiber. Wo ist der Flugschreiber?
Das Jetpack, das gefällt mir. Das hätte ich mir auch früher gewünscht. Das Problem ist, diese beschissenen Blitze hören sich an wie... Schüsse. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich regeneriere. Ist das eine nette Gegend? Muss ich da hin? Muss ich irgendwie hoch? Gibt es sowas wie eine Map? Ja, gibt es. Okay, da müssen wir hin. Aber... Wie komme ich denn da hin? Kann ich da irgendwie hochklettern? Ja, das könnte funktionieren. Nee, das funktioniert nicht. Wir hatten doch die Signalraketen gesehen, aber wo kommen die denn her? Gibt es hier noch einen Alternativweg? Ups. Ich bin hier gerade ein bisschen überfordert, muss ich ehrlich sagen. Weil da kommen wir ja her. Ich glaube, es ist nicht sinnig, da jetzt nochmal zurückzugehen. Nee, wir müssen schon da vorne entlang. Schauen wir mal, wo lang. Ich kann mir nicht vorstellen. Nee. Auf keinen Fall. Wir werden da schon irgendwie da lang müssen. Au. Das tat echt weh. So. Dann gehen wir mal hier lang. Ach, die Schilde waren gerade beschädigt. Ich glaube, der Weg ist okay, oder? Hier drüben ist so eine Art Bauwerk. Die Stürme setzen diesem Ort ganz schön zu. Genau wie allem anderen auf dem Planeten. Was haben wir jetzt für ein Bauwerk? Und es ist ein bisschen dunkel. Aber ich sehe nichts zum Scannen. Also hier drin würde ich sagen, uninteressant. Okay, vielleicht auch nicht. Nee, hier sehe ich nichts. Irgendwie habe ich schon wieder Damage genommen. Der ist tot, oder? Sie haben schwere Verbrennung. Sie wurden gegrillt. Ja, wieder. Ja, die erschlagen sie auch. Ein Punkt fürs Wetter. Wenn sie von hier kämen, müssten sie es eigentlich besser wissen. Ich glaube aber fast, dass ich da drin was finden kann. Ja, da gehen wir jetzt auf jeden Fall rein. Naja, hoffen wir mal, dass niemand zu Hause ist. Ich glaube nicht, dass das überhaupt ein Zuhause ist. Sondern? Finde ich hier irgendwas? Ich glaube, das ist ein Raumschiff. Ich glaube, denen ist es genauso ergangen wie uns. Die sind hier irgendwo abgekackt. Ja, hier lebt niemand. Welchem Zweck dient es dann? Es sieht nicht aus wie die anderen Strukturen. Das Design ist anders. Es muss doch einen Weg geben, das Licht einzuschalten. Ja, das wäre super. Also für Licht wäre ich definitiv auch. Aber ich sehe nichts, was irgendwie eine Konsole sein könnte. Ah, wer weiß. Nennen wir es doch merkwürdige Alien-Maschine.
Jetzt könnten wir Sam wirklich brauchen. In der Tat. Okay, ein Lauf. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit, weil... Also irgendwas ist hier gerade. Aber ich weiß gerade nicht was. Okay, ich glaube, ich bewege mich gerade in die falsche Richtung. Was soll das alles? Ah. Wie erwartet. Noch eine merkwürdige Alien-Maschine. Und? Ach was. Es gibt nur einen Weg mehr herauszufinden. Sie wollen sie doch nicht etwa anschalten? Doch, irgendwie schon. Das ist ein Dieselaggregat. Das bedeutet nichts Gutes. Oh. Die merkwürdige Alien-Maschine ist also ein Generator. Ja, klar. Warum auch nicht? Vielleicht hat er irgendwas gemacht. Okay, Alien-Gerät. Mist. Das würde ich gerne wieder deaktivieren. Dieselbe Sprache wie die Aliens. Was er wohl sagt? Wahrscheinlich tötet alle Menschen. Also ich erforsche jetzt natürlich alles. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was es bringt. Wow, da ist wohl eine Sicherung durchgebrannt. Okay, dann haben wir hier... Die Gerätschaften wollen uns erledigen. Dann haben wir hier wohl alles durchgeerforscht, oder? Noch eine merkwürdige Alien-Maschine. Wenn ihr mich fragt, schauen die auch aus wie Stasi-Kapseln oder irgend sowas. Oder wie King Kong. Können auch King Kong sein. Okay, 50 Meter in die Richtung. Gut. Die Tür hat sich geöffnet. Tatsache, irgendwas habe ich aber gehört. Ist das eine Art Forschungs... Oh oh. Das Geräusch gefällt mir nicht. Ah, Vorsicht! Hast du angepisst? Da! Also jetzt auch noch Killer-Roboter? Geil! Den Gap zu... Zu Hause wird es hier gefallen. Super! Auch noch Killer-Roboter. Durchgebrannt. Das könnte eine Art Konsole sein. Für diese Tür? Sie ist vielleicht nicht umsonst geschlossen. Auf der anderen Seite der Tür ist jede Menge Energie. Diese Typen haben hier rumgestochert, anstatt die Finger davon zu lassen. Ja, ich glaube, wir sollten die Finger davon wirklich lassen. Was auch immer das hier ist. Den Scans zufolge ist es alt. Jahrhunderte alt. Ich wünschte, wir hätten Sam. Ich glaube, es ist älter als dieses Labor und die Ausrüstung. Dann haben die Aliens es vielleicht weiter drinnen gefunden. Wie ein Artefakt. Und wie kommen wir da jetzt rein? Ich meine, ich kann ja hier nichts machen. Nö, ich kann hier nichts machen. Weil ich sehe hier auch nichts mehr, was ich scannen könnte. Aber mit dem Ding hier kann ich auch nichts machen, außer drüber hüpfen. Ja gut, dann wissen wir jetzt auf jeden Fall, dass es hier Killer-Roboter gibt. Wir haben Killer-Roboter entdeckt. Und die Tür ist zu, oder? Ich würde deine Sprache echt gern verstehen. Okay. Sind Sie sicher, dass Sie sich hier drin nicht umsehen wollen? Ja, wir haben uns doch umgesehen, oder? Thank you.
Habe ich irgendwas übersehen? Ja, Sam wäre halt praktisch. Seine Wunden sehen aus wie von einem Energiestoß. Er hat vielleicht unseren Roboterfreund getroffen. Vielleicht aber auch nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Aus meiner Sicht bin ich hier durch. Weil ich sehe nichts mehr. Und ich wüsste nicht, wie ich die Tür aufkriegen soll. Ha, du noch irgendeine Idee? Weil das hier schaut auch irgendwie zu aus. Kann ich da drauf schießen? Nein, ich bin ein Mensch. Wir schießen auf alles. Ne, also hier kann man definitiv nichts mehr machen. Schauen wir mal, ob er mich nochmal anlabert, wenn ich rausgehe. Das finde ich nämlich schon eigenartig, dass wir da jetzt nichts machen können. Ich nehme hier noch ein bisschen Munition mit. Okay. Meine Verbindung zum Mass Effect Server ist unterbrochen. Jetzt schauen wir mal ganz kurz in die Missionen, Leute. Logbuch wahrscheinlich, oder? Fischer beschützen. Okay. Codex. Abgeschlossene Mission. Das haben wir schon mal geschafft. Weitere Mitglieder finden. Greer finden. Okay. Optional Signalraketen. Also ich habe das Ding jetzt hier untersucht, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir sind hier durch. Das heißt, wir können hier wieder raus, oder? Wo sind wir denn reingekommen? Ah, hier sind wir rausgekommen. Das Wetter ist immer noch schlecht. Aber hallo, ist das Wetter scheiße. Ach nee, komm. Achtung! Sie haben auf uns gewartet! Oh, verdammt! Sie haben einen funktionierenden Blitzableiter! Wow! Verfolgen diese Dinger uns? Fühlt sich langsam so an. So gehe ich nicht unter! Das dürfte die kaum interessieren! Ist der tot? Ja. Oh, der ist noch nicht tot. Ich sehe keinen mehr. Aber ich glaube nicht, dass vorbei ist. Da war doch noch einer, der geschossen hat. Ja. Okay, irgendwas ist hier gerade. Da! Das war der letzte. Ich kann Wir sie aber nicht. Nicht warten, bis noch mehr kommt. Ich kann sie aber nicht looten. Das ist, wonach es aussieht. Ein Schutz vor Blitzen. Cool. Also hier kann ich auf jeden Fall sau viel scannen. Aber ja. Okay, ich will erstmal nach da unten hingehen. Ein Weg nach unten, rechte Seite. Hören Sie das? Ja, Funkrauschen. Aber es ist ein Muss. Was wollen Sie? Es ist Greer. Sie haben ihn. Wir kommen mit Medi. Wir brauchen ihn von der Schiffe. Wo ist er? Ey, das ist doch echt.
Wo ist er denn? So. Gott sei Dank. Ich habe an mein Mikro geklopft und gehofft, dass es jemand bemerkt. Geht es Ihnen gut? Ja. Wo sind die anderen? Kirkland ist tot. Aber Fischer lebt. Er ist bei der Absturzstelle. Er hat ein gebrochenes Bein und braucht Hilfe. Ich sehe mich nach Vorräten um und gehe dann zurück. Bleiben Sie dort, wenn Sie angekommen sind. Wir suchen das Shuttle meines Vaters. Viel Glück. Ich kann es kaum erwarten, von diesem Felsen runterzukommen. Ja, nicht nur du. Oh. Ah. Okay. Kann ich die scannen? Nee, kann ich nicht. Du solltest nicht in der Säule stehen, mein Freund. Gut, dann haben wir den auf jeden Fall schon mal gefunden. So, meine Freunde. Ich würde sagen... An der Stelle machen wir jetzt auch einen kleinen Cut. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.